Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. So, wir werden jetzt hier erst einmal den kleinen Pfad bestreiten, der sich hier scheinbar noch nach unten hin erstreckt. Ich werde vorsichtshalber auch mal ein paar Markierungen setzen. Hier, hier und hier am Ende. Damit ich auch auf jeden Fall hier nach Möglichkeit alles erkunde, was wichtig erscheint. So, ja, der da oben wird gleich mit magischen Krügen schmeißen. Oh. Heranwachsender Schmetterling. Knappe Kiste. So, Gnadenimitator, 3 Stück. Uhuhu. Oh Mann, mir ist jetzt direkt so ein Wortwitz eingefallen für den Typen. Und ich weiß nicht, ob ich ihn bringen soll oder nicht. Ach, scheiß drauf, ich bringe ihn einfach so. Seit wann denke ich über so etwas nach? Ist doch scheißegal. Für mich zumindest. Ne? Der Typ, der die Krüge schmeißt, der heißt wahrscheinlich Freddy. Dann kann man ihn Freddy Krüger nennen. Ha, ha, ha. So. Ich behaupte nie, dass die Witze gut sind. Okay? Nie. Ich weiß, sie sind schlecht. Trotzdem muss ich sie bringen. Die fallen mir halt einfach instant an. Ein. Ich habe halt so ein bisschen die Nils Bohmhoff-Schule der Wortwitze besucht, um ehrlich zu sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, seine Wortwitze, Nils Bohmhoff, wow, von den Rocket Beans, ja. Seine Wortwitze feiere ich manchmal schon ziemlich, muss ich sagen, ne? Weil der so kreativ ist und der haut die so spontan und schnell raus, wo ich mir denke, wie kommt man da drauf? So langsam aber sicher fange ich an, auch ein Gehirn für so etwas zu entwickeln. Ne? Glaubt mir, es gibt so viele Wortwitze, die mir teilweise einfallen, die ich aber nicht rausbringe, also die ich nicht erwähne, weil ich mir denke, ach komm, nee, lass stecken. Aber vielleicht haue ich sie in Zukunft einfach trotzdem raus, ne, so wie Nils es immer tut. Der denkt da auch nicht zweimal drüber nach, der denkt an etwas und direkt, der hat so einen Gag-Reflex sozusagen. Ne, könnte man sagen. Scheißegal, was ihm für einen Witz einfällt, der bringt ihn instant. Mache ich dann vielleicht ab jetzt auch. Ne? Ihr seid gewarnt worden. An der Stelle. Was zum Teufel? Oh Gott, im Himmel! Ja, genau! Alter, ey. Da bekommt das Wort Fisten gleich eine ganz neue Bedeutung mit den Drecksviechern. Mann. Ja, aber klar, da habe ich jetzt viel zu viele von denen hinter mir hergezogen. Schon klar, dass sie mich irgendwann einholen und dann einkesseln. Aber glaubt's mir, diesen Pfad, den ich da gesehen habe, den laufe ich dann natürlich zu Ende. Wenn da schon Gegner platziert worden sind, dann ist es auch von den Entwicklern so gewollt, dass man da hinläuft. Und da am Ende irgendwas findet. Und was auch immer es sein wird, ich werde es mir holen. So viel steht fest. Ja, brüllt ihr ruhig da oben. Oh, goldene Rune hier noch gefunden. Na, immerhin. Hat ja wenigstens noch was gebracht. Das hier war jetzt aber noch nicht der Weg, oder? Nee. Jetzt noch ein bisschen weiter runter. Jawohl. Genau dort. Okay. Damit habe ich, glaube ich, die große Hand quasi ausgetrickst und habe sie umgangen, glaube ich. Nice. Ah, Dunkelschmiedestein 7 lassen die auch fallen. Schön, schön, schön. So. Ich meine, die große Hand kann mir eh nicht hierhin folgen, also passt schon. Alter. Was? Wo kommen die? Was? 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 Alter! Alter, ey, das ist echt schon gezieltes Mobben von den Drecksviechern. Ich komme aus den Attacken nicht mehr raus.
Sobald die mich einmal umzingelt haben, die... Oh! Ich halte mich extra noch zurück, ne? Um nicht alle Worte rauszuhauen, die mir einfallen. Jetzt zu diesem Zeitpunkt. Ohne Scheiß, ne? Das ist ja echt unfassbar. Wo kommen die hinter mir auch noch her? Hängen die vorher an der Decke und dann lassen die sich fallen wie die Zecken. Fun Fact bezüglich Zecken, der mir gerade so einfällt. Viele denken ja, dass sich Zecken... Oh, scheiße. Viele denken ja, dass sich Zecken sogar von Bäumen fallen lassen können. Nee. Schaffen die nicht. So hoch können die gar nicht klettern. Also ist etwas, das Zecken definitiv nicht können. Also an alle, die das vielleicht noch denken, die seien an dieser Stelle beruhigt. Das können die Viecher zum Glück nicht. So. So. Jetzt gehe ich erstmal ein bisschen zurück. Aha, seht ihr? Jetzt lasse ich die erstmal hier durchkommen. So. Waren das alle? Vorerst zumindest, ja. Ja, okay. Seht ihr? Die grabbeln einen zu Tode. Das ist unglaublich. Die kommen also auch noch da von der Klippe hochgekrabbelt. Alter, ey. Ne, und die Gegner zeigen auch wieder Masse statt Klasse. Einfach nur so viele wie möglich hier reinknallen, reicht schon. Wenn das Gleichgewicht des Spielers zu niedrig ist, dann ist er damit endgültig am Arsch. Mir wurde ja bereits gesagt, ich werde dadurch ziemlich schnell gestaggert, weil mein Gleichgewichtswert so gering ist. Ja, der ist jetzt... Wobei? Wo habe ich den nochmal? Moment. Nee. Ach, scheiße. Jetzt habe ich den Stab ausgerüstet. Wollte ich nicht. Da, das wollte ich. Gleichgewicht. Hä? Wo ist denn das? Ach, da ist es doch. 38 habe ich nur. Ja, also entweder bräuchte ich bessere Rüstungen oder ich müsste irgendwas... Wow. Ich müsste irgendeinen Wert nochmal leveln von mir. Was zur Hölle? Das war jetzt dumm. Alter! Was? Halt dir eine Fresse! So. Alter, ey, unfassbar. Die müssen einen am Ende noch was reindrücken, ne? Purpurwirbelblasenträne. Ja, immerhin. Ne, eine nice neue Blasenträne. Schön. Da, Purpurwirbelblasenträne. Eine Kristallträne, die langsam im Lauf vieler Zeitalter dort heranwuchs, wo der Segen des Erdenbaums auf dem Boden fällt. Kann in einer Flasche der wundersamen Arznei gemischt werden. Das resultierende Gemisch verwandelt erlittenen Schaden in LP-Regeneration. Körperlicher Schaden kann aber nicht umgewandelt werden. Hä? Erlittener Schaden wird zu LP. Okay. Wirkt aber nur kurzfristig. Wurde ja schon dort erwähnt. Das ist zugegebenermaßen ein geiler Effekt. Ja, nicht schlecht. Habe ich hier jetzt alle Wegpunkte abgelaufen? Ja, ich bin alle abgelaufen. Okay, dann zurück zum Fuß der Schmiede. Und weiter den Berg hoch. Alter. Die Hände haben mich jetzt echt fertig gemacht, ey, ohne Scheiß. Dass die mir noch einmal so dermaßen auf den Senkel gehen würden, unfassbar. Ne, wie viele abgetrennte Hände hier sind. Sind das eventuell die ehemaligen Hände der Riesen gewesen, die hier vorher gewesen sind?
Und die sind dann jetzt als einziger Körperteil der Riesen lebendig geworden. Dann haben sich wahrscheinlich die beiden zusammengehörigen Hände noch miteinander verwachsen und dadurch sind diese Geschöpfe entstanden. Wäre eine Möglichkeit, ne? Das Ganze zu erklären. Was zum Teufel? Ich sehe eine unsichtbare Wand. Tatsache. Oh. Oh, hallo. Wen haben wir denn da? Ich glaube, das ist unser neuer Gegner. Was zum Teufel? Hä? Wieso ist hier ein gelber Bossnebel? Okay. Das ist eigentlich wahrscheinlich der Bossnebel, der durch den wir eigentlich hätten schreiten sollen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite. Hätte mich auch gewundert. Auf einmal ist ein Boss hinter mir. Wäre komisch gewesen. Okay, aber ich sehe schon. Das riesige Gebiet hier dient dem Bosskampf. Aber komischerweise, ich kann hier keine Asche rufen. Bislang. Why? Kommt noch eine Cutscene vorher oder was? Oh, scheiße. Feuerriese. Oh Gott. Guckt euch mal den Kavemsmann an. Yo! Sein... Alter, der wirbelt Schnee auf und das alleine sieht schon krass aus. Oh, Alter. Ja, genau. Hau die Platte halt runter. Imitator-Träne? Ah, okay. Ich glaube, jetzt hat er sich auf die Imitator-Träne gestürzt. Oder? Guckt er mich noch an? Nee. Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Nee, der ist noch ein bisschen auf mich fixiert. Cool. Ja, geil. Du Arschnase. Gib einen deiner Füße jetzt her. Ich will dich ins Schaukeln bringen. Oh, oh. Au. Kann meine Imitator-Träne auch mal was machen? Danke. Das ist das erste Mal, dass ich von meiner Imitator-Träne Notiz genommen habe. Okay. Na dann. Preparation. Und let's go! Ach komm. Jetzt ist nur so ein kleines bisschen nach rechts gekommen. Och man, Leute. Wie weit weg der jetzt ist. Jetzt komme ich ja gar nicht mehr an ihn ran. So ein Dreck. Scheiße, jetzt hat er sich eine Flammenhand angemacht. Ich glaube, von den Dingern sollte ich mich nicht erwischen lassen. Ja, wie er sich noch um 180 Grad gedreht hat. Ein feiner Feuerriese bist du. Ah, Dreck. Oh shit. Geil. Sehr schön. Boah, ey, also entweder ist die Aggro von dem Typen automatisch immer auf mich. Oder mein Imitator-Trainer hat sich gerade extrem rar gemacht. Ach du Scheiße. Bei dem Gegner gibt es ein riesiges Boss-Areal und das ist auch nötig, wie es scheint. Der hat Angriffe, die einen unfassbar großen Wirkungsbereich haben. Okay. Aber jetzt wissen wir, woran wir als nächstes sind. Unser nächster Bossgegner. Jetzt müssen wir vom Pferd runter, durch den Nebel und wieder drauf. Alles klar. Ja, Problem ist jetzt nur, der hat uns jetzt direkt bemerkt. Ist schlecht. Ich kann meine Imitator-Träne schon mal rufen. Ich sollte meine Runen vor allen Dingen wiederholen. Yikes! Ja, geil, hat er mich trotzdem erwischt. Obwohl ich zur Seite geritten bin.
Ich sag nix. Ich sag gar nix. Ich halte meine Fresse. Falsche Richtung, Mist. Tief durchatmen. Was ein Bullshit. Da kann ich ja reiten, so viel ich will. Den Angriffen von dem entkomme ich ja null. Schön zu wissen. Danke, Spiel, für die Info. Unfassbar. Auf einmal war er bei mir. Davon abgesehen, ja, mir ist aufgefallen, sein Oberkörper hat nochmal ein extra Gesicht. Guckt euch mal an, der hat zwei Nasen, die Nase. Cool. Kommen wir jetzt direkt zu mir? Oh, scheiße. Kann ich ihn bitte angesehen, danke. Ich wollte gerade sagen, wieso kriege ich jetzt auf einmal seine Füße nicht mehr anvisiert? Ey, guckt euch das an, der kommt über die halbe Map mit einem Roller. Und jetzt geht er wieder auf mich. Ich bin doch nur auf dich zugeritten, Junge. Chill doch mal dein Leben. Erreichen die Steine ihn wenigstens? Nein. Weil er eine halbe Ewigkeit für einen verdammten Schritt braucht. Natürlich, war klar. Alter, ich fass es nicht, ne? Ich fass es nicht. Jawohl, oh! Irgendwas haben wir von ihm zerstört. Eine Fessel. Eine Fußfessel von ihm. Okay. Gut zu wissen, glaube ich. Oh je, ich sollte abhauen. Ist es gut, wenn ich seine Fußfesseln zerstöre? Oh, jetzt habe ich das Bein wieder attackiert, das noch einer hat. Hallo, kann ich bitte das linke Bein... Das von mir aus gesehen, linke. Geht das? Spiel. Ey. Jetzt sehe ich nicht, welches ich anvisiert habe. Ey, was soll denn das? Warum kann ich das andere Bein nicht anvisieren? Wollt ihr mich verarschen? Scheiße. Jetzt bin nur noch ich übrig. Au. Oh shit. Kriege ich ihn jetzt leichter zum Stolpern? Scheiße. Also die Tatsache, dass ich ihm wenigstens schon mal eine Fessel abgenommen habe und ihn zur Hälfte down gekriegt habe, ist ja schon mal was wert. So viel dazu. Aber... Alter Vater, ey. Soll ich vielleicht doch eine andere Asche nehmen statt meiner Imitatorträne? Eine, die etwas mehr aushält wahrscheinlich, zum Beispiel Lutel. Sie könnte ich ja vielleicht noch einmal rauskramen, testhalber. Ne? Man kann es ja ausprobieren. So. Na dann, meine Liebe. Zeit für deinen Auftritt. Lange ist es her, dass ich dich gerufen habe, aber jetzt ist es wieder soweit, meine kopflose Freundin. Ja, geil, hat mir trotzdem noch eine Watsche mitgegeben. Der scheißt einfach zu groß drauf.
glaube, ich habe ihn gerade. Jawohl. Jawohl, zu Fall gebracht. Wie deine Riesenkollegen. So muss das. Jawohl, Alter, wie viel Schaden wir jetzt machen. Wow. Oh Scheiße, ist sein Sharingan erwacht oder was? Oh no. Oh no. Sein zweites Gesicht ist erwacht. Oh Scheiße. Oh nein. Alter, man möchte meinen, ein Riesen mit einem Bein weniger ist weniger gefährlich. Von wegen. Oh shit. Alter, der ist jetzt zum lebenden Vulkan geworden oder was? Ach du Kacke. Ich Idiot. Aua. Aua. Lauf, lauf, nein. Ach, komm, ey. Du Sau. Lutel, kannst du bitte wieder herkommen? Ich bräuchte deine Hilfe hier. Oh shit, ey. Ich wollte, als die Cutscene angefangen hat und er so sein Bein angeguckt hat, das eindeutig gebrochen war, war mein Gedanke, ohne Scheiß, bitte reiß es dir jetzt nicht raus und benutze es als Waffe. Ich meine, als Waffe benutzt er es jetzt zwar nicht, aber es hat seine verborgenen Kräfte scheinbar erweckt. Ach komm, Scheiße. Gott. Lutel, kannst du bitte mal angreifen? Wäre ganz geil. Alter, der mit seiner Rolle, ne? Ich merke schon, das Spiel will von mir, dass ich ihn von Weitem angreife. Mit Nahkampf ist es jetzt nicht mehr. Oh oh. Ja, cool. Lutel, bitte Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Danke. Oh Gott. Verdammt. Warte mal. Lutel ist tot? Scheiße. Sicher jetzt erst. Oh, na toll. Ja, geil. Ich habe das Pferd beschworen und danach hat mein Charakter erst gecheckt, dass er gestorben ist. Ach du Kacke. Okay, ich muss viel mehr in den Fernkampf gehen, sobald der in die zweite Phase übergeht. Oh Mann, ey. Heilige Scheiße. Die Frage ist, passiert das quasi immer, wenn man seine Gesundheitsleiste niederringt, oder passiert das nur, wenn man sein Bein angegriffen hat?
könnte ja beides sein, dass es auch, dass selbst wenn man sein Bein nicht angreift, dass er dann ja trotzdem oh Gott, ich habe einen Hänger. Cool! Danke! Deine Fliegenklatsche hat geklappt, hat gewirkt. Es könnte ja auch durchaus sein, dass man ihn selbst dann das Bein quasi bricht, sobald er genug Energie verloren hat. So. Hi. Das war jetzt die ideale Chance. Komm schon! Yes! Down bist du! Jawoll! Sehr gut! Gut gemacht, Blutheld. Sie hat sogar noch den Großteil ihrer Gesundheit. Ich bekomme die Bronzetrophäe Feuerriese und das Echo des Feuerriesen. Jawollski! Nice! Und 216.000 Runen hat er noch gegeben. Sehr schön. Alter Vater, was ein Bosskampf. Holy shit. Das war jetzt eben mein Gedanke. Beim Phasenübergang ist der so... ist der so lange quasi damit beschäftigt, seinen Vulkan abzufeuern. Wo zum Teufel ist jetzt der Wegpunkt da hinten? Wo habe ich den denn gesetzt? Da unten? Nee. Hä? Irgendwo hier habe ich noch einen Wegpunkt, den ich nicht beseitigt habe. Im Untergrund? Nee. Ich sehe den Wegpunkt halt nicht. Wenn ich hier einen Wegpunkt mache, dann ist es ja eine Nummer 2. Irgendwo da habe ich angeblich noch einen Wegpunkt offen. Tatsächlich. Mitten im vereisten See. Kein Wunder, dass ich den nicht gesehen habe. Okay. So, reichen die Runen jetzt noch für ein Level ab? Müsste ja eigentlich, oder? Ja. Passt. Wunderbar. Das geht natürlich nicht mehr. Ach komm. Ich glaube, der Boss hat mir jetzt unmissverständlich zu erklären gegeben, ich brauche ein bisschen mehr Gesundheit. Deswegen gehe ich jetzt doch lieber mehr auf Gesundheit als auf meinen Mana-Balken. Alter Vater, Leute. So. Aber wir haben es geschafft. Jetzt muss ich nur noch einmal auf die Zeit schauen. Ja, wir haben noch ein bisschen. Ziehen wir jetzt durch. Okay. Da bin ich jetzt gespannt. Der Feuerriese wird ja höchstwahrscheinlich genau das... Wow, die Schmiede der Riesen. Wird höchstwahrscheinlich genau das bewacht haben, was nötig ist, um den Eldenbaum in Brand zu setzen. Und ich sehe schon, holy shit. Komme ich da runter, ohne zu sterben? Die Blutlache lässt es nicht gerade vermuten. Ich reite lieber vorsichtshalber mal so rum. Da hinten ist ja so eine kleine Einkerbung. Da ist es leicht eingerissen, dieses gigantische Gefäß.
Aha, da ist ja auch eine Gnade, also soll man wirklich hier hinlaufen. Und wie heißt diese Gnade? Na, wie heißt du denn? Schmiede der Riesen, hätte ich mir denken können. Ja, hier komme ich, denke ich, mal runter, ohne zu sterben. Oh Gott, ey. Ah, zuerst hatte ich so wieder so diesen, ist das euer scheiß Ernst, Gesichtsausdruck. Aber direkt danach dachte ich mir so, ja, okay. Ist schon irgendwie witzig. Täusche ich mich oder? Da, warum sind meine Runen jetzt bitte da hinten? Können wir das jetzt mal verraten? Wie kommt das denn jetzt zustande? Naja, egal. Darf ich wieder mit meiner Dame sprechen? Ja, mit Melina. Ich hab's mir gedacht. Hier kann ich wieder mit ihr reden. Wenn ich nicht so da nach unten komme und mit irgendwas interagieren kann, dann wäre das eben meine nächste Vermutung gewesen. I have long observed the lands between. This world is in dire need of repair and death. Indiscriminate. Are you prepared to commit a cardinal sin? Wartet Very bitte. Well. Tell me when you are fully prepared. So, mir wurde, also in dem Guide wird noch einmal an diesem Punkt ausdrücklich davor gewarnt, dass man einen Gegenstand, der jetzt verpassbar wäre, bis ich zu diesem Zeitpunkt eingesammelt haben sollte. Und das ist eine legendäre Waffe, wobei ich glaube, ich habe sie im Inventar sogar. Hier, der Blitz von Gransax. Diesen Speer, den habe ich ja bereits in der Hauptstadt eingesammelt, der ist nicht mehr zugänglich, sobald man das tut, was man jetzt gleich dabei ist zu tun. Also so wie es aussieht, scheint sich dadurch irgendwie die Hauptstadt zu verändern, ne? Die ja natürlich, ist ja klar, wenn die an dem Erdenbaum dranhängt, dann macht es durchaus Sinn, dass die auch nicht ganz glimpflich davonkommt. Etwas, das den Erdenbaum verbrennen soll, wird wahrscheinlich auch die Stadt ordentlich in Mitleidenschaft ziehen. Naja, und jedenfalls, ne, das hier könnt ihr, das ist jetzt sozusagen die letzte Gelegenheit, diese Waffe hier, diese legendäre Waffe, die ja für die Platin nötig ist, einzusammeln. Ne? Nur nochmal hier an dieser Stelle als Hinweis von mir. Wenn ihr die vorher nicht eingesammelt habt, dann tut es jetzt. Denn sonst müsstet ihr ins New Game Plus gehen, um sie erneut einsammeln zu können. Eine legendäre Waffe fehlt mir ja theoretisch noch. Und mir fehlen noch zwei legendäre Talismane für die beiden jeweiligen Trophäen. Die beiden Talismane kriege ich sowieso erst jetzt im Laufe des Spielverlaufs. Vorher kann ich die nicht einsammeln. Ich muss storymäßig weiterspielen und die eine Waffe, die haben wir ja von dem einen Typen bekommen, die hätten wir von dem einen Typen bekommen, der in Haus Vulkan gewesen ist und hätten wir auch erst dann von ihm gekriegt, wenn wir die Questline dort fortgesetzt hätten. Die letzte Möglichkeit besteht eventuell darin, in einem Gebiet, wo ich noch nicht gewesen bin, ihn noch dort als Phantom anzutreffen, ihn dort zu erledigen und dort noch einmal die Waffe zu bekommen. Ich weiß nicht, kann ja sein, dass es irgendwie noch gepatcht worden ist, dass egal wie man die Quest mit ihm macht, er trotzdem dort als Phantom auftaucht. Kann auch sein, dass er nur dann als Phantom dort auftaucht, wenn man seine Quest gemacht hat. Sei es wie es sei, es ist nicht schlimm, ne? Wir können schlicht und ergreifend, also ich habe jetzt folgenden Plan. Sobald ich eines der drei Enden erspielt habe, ist an der Stelle ja theoretisch egal, welches der drei Enden ich mache, weil wir haben quasi den Pfad für alle drei geebnet, so gut es geht. Sobald wir eines der Enden erspielt haben, kann ich ja direkt danach ins New Game Plus gehen, weil bevor ich überhaupt eines der Enden mache, ne, wird ja sowieso vom Guide empfohlen, wie es auch schon bei anderen From Software Spielen der Fall ist, dass man vorher seinen Spielstand in die Cloud hochlädt oder auf dem USB-Stick, ist ja egal, und sobald man ein Ende erspielt hat, lädt man den Spielstand wieder zurück und kann die anderen Enden erspielen, ne. Dann macht man ein anderes Ende, lädt wieder zurück und dann macht man das dritte Ende, fertig. So,
Mein Plan ist schlicht und ergreifend, diese eine legendäre Waffe, die der Typ hatte, wenn er jetzt in dem einen Gebiet nicht als Phantom bekämpfbar ist, dann wäre mein Plan, eines der Enden erspielen, direkt danach ins New Game Plus gehen, zu dem Typen hinlaufen, denn theoretisch, Augenblick, zeige ich nochmal auf der Karte, denn theoretisch begegnet man ihm schon lange vor dem Haus Vulkan, nämlich kurz vor Schloss Sturmschleier, hier bei der Hütte des Kriegsmeisters. Dort trifft man ihn eigentlich zum ersten Mal. Aber da ich die Hütte ja bis dahin überhaupt noch nicht entdeckt habe, habe ich ihn quasi verpasst. Deswegen, ne, ist er nicht allzu weit vom Startpunkt entfernt. Deswegen wäre halt mein Vorhaben, erstes Ende erspielen, ins New Game Plus gehen, direkt dorthin reiten, zur Hütte des Kriegsmeisters, den Typen wegnatzen, ne, weil wenn man ihn tötet, bevor er im Haus Vulkan auftaucht, bekommt man seine legendäre Waffe auch, ne, und sobald er erledigt ist, sollte ich die Trophäe für die legendären Waffen bekommen und dann kann ich ja meinen Speicherstand wieder zurückkopieren und die anderen Enden machen, ne, das wäre dann halt so mein Plan. Okay, genug geredet, Melenia. Are you ready to commit a cardinal sin? Ich bin bereit. Ich weiß, was es bedeutet, das zu tun. Sie hat mich ja bereits dahingehend hingewiesen, genauso wie die alte Fingerleserin in der Tafelrundfeste. Mir wurde bereits gesagt, dass es ein Opfer nötig sein würde, um den Erdenbaum zum Brennen zu bringen, um genug Zunder zu liefern. Und schweren Herzens, es muss ja scheinbar sein, storymäßig, es geht wohl nicht anders. Ich bin bereit. Very well. Let my hand rest upon you. For but a moment. Okay. Statt Hand auf den Kopf, Händchen halten. Bin ich auch mit zufrieden. Wenigstens ein letztes Mal. Oh. Burn for the sake of the new Lord. Thank you for guiding me here. Alongside flame shall one day meet the road of destined death. Goodbye. Und ich bekomme die Bronzetrophäe Erdenbaum in Flammen.
Wow. Wie bin ich denn hier gelandet? Okay. Ich bin einfach hier aufgewacht, oder was? Ach du Scheiße. Ah ja, geil. Ich bin komplett abseits. Guckt euch das mal an, ey. Oh, shit. Da ist auch... Was ist da denn? Ein Schiff? Okay. Ich gehe davon aus, da kann ich nicht hin. Oder? Da ist auch ein Schiff. Naja, okay. Ich glaube kaum, dass ich da hinkomme. Alter. Zerfallenes Pharum Azula. Hallo. Ach du Scheiße. Hier bin ich doch schon mal gewesen, oder nicht? Habe allerdings keinen Ort der Gnade oder sonstiges hier gefunden. Ich habe nur ein paar Items abgestaubt. Schmiedestein. Wie bin ich nochmal hierher gekommen? Ich glaube, das war... Ich gucke nur, ob hier auch noch was ist. Nein. Okay. Ich glaube, das war über diese vier Glockentürme, oder? Darüber bin ich, glaube ich, hierher gekommen. In einen gesonderten Bereich, wo nur ein paar Items zu holen sind. Ach du Kacke, ey. Boah. Dieser gigantische Wirbelsturm hier. Zerfallendes Pharum Azula. Holy shit. Das sieht krass aus. Ist das das Land der Drachen oder wie? Weil ich sehe hier ziemlich viele von denen rumfliegen. Zumindest denke ich, dass das Drachen sind. Oh shit. Sturm voraus. Ja. Eindeutig, dass der mich nicht schon längst eingesogen hat, wundert mich. Erstens, bleibt ruhig. Echt? Also man möchte meinen, der hat jetzt genug Anziehungskraft, um mich hier von den Füßen zu reißen. Mindestens. Ach du Scheiße. Die Viecher sind auch noch hier. Oh nö. Okay. Sehr gut. Alter Reißzahn. Erwischt. Okay. Die Viecher möchte ich nicht zu nah an mich ranlassen. Was haben wir hier? Abgelenkt voraus. Okay. Hi. Okay. Oh, hi. Au. Ja, macht gut Schaden. Ist jetzt aber auch nicht zu krass viel. Ist noch okay. Solange die mich nicht überfallen und mit ihrer schieren Anzahl erledigen. Blitzsichere Trockenleber. Hinten. Springen voraus benötigt. Okay, ich dachte, jetzt kommt einer von hinten und schubst mich rein. Das wär's, ey. Aha! Hallo, Ort der Gnade. Perfekt. Ah! Fühlt man sich gleich viel besser. Moment. Ja. Die Gute ist weg. Für immer. Wie es scheint. Stimmt mich schon traurig, muss ich sagen. Wow. Ach du Scheiße. Das sieht auch danach aus, als ob hier gleich ein großer Gegner kommt. Vorsicht vor Drache. Ja, mit einem Drachen könnte man hier definitiv rechnen. Da die Viecher hier ja überall umher fliegen. Schmiedestein. Und die Frage ist, wann kommt er? Da ist er ja. Hi. Bossgegner? Nö.
scheinbar nicht. Wow. Hoppala. Oh oh. Scheiße. Okay. Stirb! Komm schon! Yes! Down bist du! Uralter Drachenschmiedestein! Sehr gut! Bam! Haha! Geht doch! Sehr schön! Und ich gehe davon aus, der wird wohl jetzt auch endgültig erledigt sein. Wäre krass, wenn man den tatsächlich farmen könnte für diese uralten Drachensteine. Aber das wäre wohl zu viel des Guten. So. Gut, das sollte erstmal ausreichen. Ist dahinter noch etwas? Na? Oh, Achtung, Sackgasse. Schade. Auch nach unten hin? Ja, auch nach unten hin. Okay. Gut zu wissen. So. Okay. Im Übrigen, einen der letzten beiden legendären Talismane, die ich noch brauche. Geil, direkt der nächste Ort der Gnade. Einer der nächsten beiden Orte der Gnade, meine Güte, einer der letzten beiden legendären Talismane, so, die ich noch brauche, der befindet sich scheinbar in diesem Gebiet. Und der zweite befindet sich jetzt in der Hauptstadt. Servus. Oh, hi. Oh, bist du gerade aufgewacht? Habe ich dich geweckt? Aus deinem Schlummer? Wow. Alter. Der hat ein paar gute Moves drauf. Nicht schlecht. Oh, lauter Gold hier bei den Skeletten. Das ich gerne an mich genommen hätte, aber das Spiel lässt mich ja nicht. Und Gold ist ja sowieso scheinbar eh nur von geringen Welt in den From Software Welten. Nix. Es scheint aber so, als könnte ich hier aufs Dach. Oder? Ja, kann ich. Okay. Aber bringen tut es mir scheinbar nichts. Außer, dass ich eventuell auf diesen großen Balkon komme. Aber mal gucken, ob ich nicht auch so dahin komme. Wir werden sehen. Schmiedestein 7, okay. Puh. Okay. Blitzgroßbolzen. Davon abgesehen, oh Mann, eigentlich ist der Part ja jetzt schon vorbei, Leute. Deswegen, kommt. Wir machen an der Stelle Schluss. Wir haben ja schon einiges geschafft in diesem Part. Vor allen Dingen das traurige Ende einer guten Freundin, die uns so lange begleitet hat. Leider, leider. Aber wir haben es ja schon kommen sehen. Wir konnten uns quasi schon darauf vorbereiten, dass es sein muss. Dennoch ist es natürlich ein kleines bisschen traurig. Nach wie vor. Okay, Leute, dann würde ich an der Stelle für heute sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.